Das schulische und berufliche Bildungssystem. Heute möchten wir dir das Bildungssystem in Deutschland vorstellen, das dich beim Lernen in der Schule, auf deinem Weg zu einem Berufsabschluss in einer Ausbildung oder einem Studium und in der Weiterbildung begleitet. Ganz am Anfang, die Grundschule. Mit der Grundschule beginnt für alle Kinder der gemeinsame Start ins Schulleben. Dort lernen sie lesen, schreiben, rechnen und machen zum Beispiel Musik und haben Sachunterricht. Heute lernen Kinder schon im Grundschulalter, wie sie Neues selbst entdecken und sich Wissen aneignen können. Die Sekundarstufe 1. Was sind weiterführende Schulen? Nach der 4. Klasse trennen sich die Wege der Kinder und sie können verschiedene Schulformen besuchen. Wir stellen dir hier die verschiedenen Schulen vor. Alle diese Schulen heißen weiterführende Schulen. Die Klassen 5 bis 10 nennt man Sekundarstufe 1. Die Hauptschule ist vor allem sehr praxisorientiert. Es gibt zum Beispiel Fächer wie Wirtschaft, Technik oder Hauswirtschaft. An der Realschule erlernen Schülerinnen und Schüler ebenso praktische Fähigkeiten wie theoretische Zusammenhänge. Der Unterricht ist praxisbezogen, hat aber auch wissenschaftliche Gesichtspunkte. In der Sekundarschule werden Schülerinnen und Schüler individuell gefördert und auf eine berufliche Ausbildung oder einen Übergang in die gymnasiale Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs vorbereitet. Die Gesamtschule vereint verschiedene Bildungsgänge, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, in einem System. Sie umfasst sowohl die Sekundarstufe 1 als auch die Klassen 11 bis 13 der gymnasialen Oberstufe. Durch Fördermaßnahmen, wie zum Beispiel Grund- und Erweiterungskurse, werden Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Kenntnissen unterstützt. Das Gymnasium umfasst neben der Sekundarstufe 1 ebenfalls die Klassen 11 bis 13 in der gymnasialen Oberstufe. Hier erwerben die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Fertigkeiten, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium oder eine anspruchsvolle Berufsausbildung sind. Manche Schülerinnen und Schüler benötigen aufgrund einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung. Diese bekommen sie auf einer allgemeinen Schule als sonderpädagogische Förderung oder an einer speziellen Förderschule. Die Sekundarstufe 2 – ein Anschluss mit vielen Möglichkeiten. Nach dem Besuch der Sekundarstufe 1 können die Schülerinnen und Schüler eine Berufsausbildung beginnen oder die Sekundarstufe 2 an einer Gesamtschule, einem Gymnasium oder einem Berufskolleg besuchen und einen höherwertigen Schulabschluss erreichen. Die duale Ausbildung ist in Deutschland die häufigste Form der Berufsausbildung. Dual steht dabei für eine Kombination aus praktischem Lernen im ausbildenden Betrieb und theoretischem Lernen in der Berufsschule. Sie dauert zwischen 2 und 3,5 Jahren und endet mit einem Berufsabschluss. Neben der dualen Ausbildung gibt es in bestimmten Berufen auch eine rein schulische Ausbildung. Das sind zum Beispiel Ausbildungen in der Pflege oder zur Erzieherin, zum Erzieher. Die schulische Berufsausbildung findet ausschließlich am Berufskolleg oder an einer Fachschule statt. An den Berufskollegs gibt es eine Vielzahl weiterer Bildungsgänge. Es können alle Schulabschlüsse der Sekundarstufe 1 erworben werden. Auch der Erwerb der Fachhochschulreife und des Abiturs sind möglich. Das Studium. Bei den Hochschulen werden Fachhochschulen und Universitäten unterschieden. Studiengänge an einer Fachhochschule sind oft eher anwendungs- und praxisorientiert, während bei Universitäten Wissenschaft und Forschung im Vordergrund steht. Eine besondere Form des Studiums ist das duale Studium, das man gleichzeitig in einem Betrieb und an einer Hochschule durchführt. Das duale Studium schließt mit einer Berufsausbildung und einem Studienabschluss ab. Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf. Das Bildungssystem in Deutschland ist offen und durchlässig gestaltet. Deshalb ist es beispielsweise möglich, auch später alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse zu erwerben bzw. nachzuholen. Vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur. Hat man einen bestimmten Berufsabschluss erreicht, kann man zum Beispiel noch Weiterbildungen zum Meister oder Techniker absolvieren. Wie sehen deine Möglichkeiten aus? Was sind deine beruflichen Vorstellungen und Ziele? Alle Informationen zu deinen individuellen Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten findest du hier auf unserer Website.